Wieder einmal herrschten mitten in Europa kriegsähnliche Zustände. Wieder einmal. Die Rede ist von Den Haag in den Niederlanden, wo es am vergangenen in im Zuge des sogenannten Eritrea-Festivals zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen eritreischen Migranten und der Polizei gekommen ist. Stundenlang wütete der Mob und zerstörte alles, was ihm in den Weg gekommen ist. Wir sprechen jetzt Klartext über die jüngsten Ausschreitungen in den Niederlanden, aber auch darüber, was uns in Europa droht, wenn die Politik nicht endlich Nägel mit Köpfen in der Migrationsproblematik macht. Und ich darf begrüßen den Buchautor und Remigrationsexperten Martin Sellner. Schön, dass Sie sich heute wieder Zeit genommen haben. Vielen Dank für die Einladung. Herr Sellner, letztes Jahr randalierten Hunderte Eritreer im Zuge eines Festivals in Gießen in Deutschland, während in Stockholm Anhänger und Gegner der eritreischen Regierung gewaltsam aneinander gerieten. Ähnliche Vorfälle ereigneten sich in Großbritannien, Kanada und den Vereinigten Staaten. Nun stand Den Haag im Fokus der gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden Eritreergruppen. Warum darf Ihrer Meinung nach so ein Festival, ein Eritreer-Festival, auf europäischem Boden überhaupt noch stattfinden, wenn man doch weiß, dass dieses Festival immer wieder eskaliert. Dieses Festival und viele weitere Demos, Hamas-Demos, zahlreiche importierte Konflikte dürfen stattfinden, haben eine nahen Freiheit, während zugleich patriotische Kundgebungen, Bauernproteste, Corona-Proteste, wir erinnern uns, mit brutaler Härte des Staates niedergeschlagen werden. Es gibt dafür einen Fachbegriff eines Politikwissenschaftlers, den jeder kennen muss, um zu verstehen, was um uns herum geschieht. Und der lautet Anarcho-Tyrannei. Das System ist tyrannisch gegenüber die eigenen gesetzestreuen, steuerzahlenden Bürgern, die werden bis ins Privateste verfolgt. Nancy Faeser sprach davon, jeden Stein umzudrehen. Gegen Clans, gegen Gangs, gegen Eritreer, gegen fremde Milizen, gegen Islam-Moschees verhält sich das System komplett anarchisch und lässt sie tun und lassen. Was sie möchten. Die Grenzen werden gegen Illegale nicht geschützt, aber gegen, dazu kommen wir später, glaube ich, noch im Gespräch, gegen Autoren wie mich. Da fährt man die Grenze hoch. Es ist eine Anarcho-Tyrannei, brutal zerstörerisch und zersetzend gegenüber dem eigenen Volk und dem eigenen Bürger und offen, freundlich, ja, verschwenderisch gegenüber fremden Elementen. Hm. Ja, aber Herr Sellemann, man muss es einfach ganz klar dazu sagen: Vier Polizisten wurden am vergangenen Wochenende im Zuge dieses Festivals äh, zum Teil schwer verletzt. Äh, man muss auch dazu sagen: Angesichts der eskalierenden Gewalt erließ der Bürgermeister von Den Haag den Notstand, um der Polizei zusätzliche Befugnisse zu verleihen. Dennoch wurden nur wenige Festnahmen vorgenommen, obwohl es sich um einen äußerst gewalttätigen Mob äh, gehandelt hat. Der niederländische Justizminister verurteilte die Angriffe zwar, kündigte lediglich Konsequenzen an. Was glauben Sie, was werden das für Konsequenzen werden? Ähm, weiß ich nicht, bekommen die Eritreer in den Flüchtlingsunterkünften zukünftig keinen Schokopudding mehr oder was werden die Konsequenzen sein? Vielleicht gibt es Wertekurse für sie, ja, vielleicht äh, gibt es eine neue Abstandsregel, einen Meter Abstand zu halten. Oder vielleicht gibt es auch äh, Sensibilisierungskurse für die Niederländer, damit sie diese kulturellen Gepflogenheiten besser verstehen lernen. Das ist die typische Ankündigungstaktik des Multikulturalismus. Man kündigt groß Maßnahmen an, aber es ändert sich nichts, vor allem weil die Wurzel des Problems nicht zu wenig Wertekurse und sogenannte Integrationsmaßnahmen sind. Die Wurzel des Problems ist... Massenimport, Massenmigration. Wer Eritrea ins Land holt oder Äthiopien, der importiert sich die Zustände. Wir haben mittlerweile einen Failed State nach dem anderen in Afrika. Überall gibt es Kriege, Putsche, Palastrevolten, äh, brutale Genozide. Vergewaltigung gehört dort leider zur Tagesordnung. Und so tragisch es ist, wenn man Hunderttausende junger Männer im wehrfähigen Alter aus diesen Regionen importiert, dann importiert man sich auch genau die Zustände. Was wir sehen, diese Bilder. Zerschlagene Scheiben, brennende Polizeiautos, offene Gefechte, angegriffene Feuerwehrleute, das hatten wir in Europa nicht. Wir brauchen es nicht. Wir haben das überwunden. Und ohne Grund, mutwillig, ausschließlich mit schädigenden Nebenwirkungen, importieren wir uns jetzt diese kriegsähnlichen Zustände ins Land. Die Antwort liegt auf der Hand, aber kaum einer wagt sie auszusprechen. Nicht mit Wertekursen, nicht mit Drehen am Stellschrauben und äh, verkorksten Integrationsmaßnahmen, nein. Mit dem Export des Konfliktpotenzials als einer Remigrationspolitik können wir solche Ausschreitungen in Zukunft verhindern. Mhm. Auf das Wort Remigration möchte ich gleich noch näher eingehen, aber noch ganz kurz. Wir haben jetzt hier auch Bilder eingeblendet, beispielsweise von einem Bauernprotest in Madrid. Dort sieht man, wie die Polizei gewaltsam gegen friedlich protestierende Bauern vorgeht. Auch in Deutschland haben wir ähnliche Szenen immer wieder gesehen. Dort werden Polizisten oder setzen Polizisten gleich einmal wieder den Pfefferspray ein oder der Schlagstock ist gleich einmal in der Hand und wird gegen friedliche Protestier friedlich protestierende Bauern eingesetzt. Bei diesem Eritrea-Festival in den Nieder habe ich derartige Szenen nirgends gesehen. Sie haben es eingangs schon erwähnt. Ja? Äh, offensichtlich wollen, wollen, wollen die herrschenden Chaos. Wollen die das wirklich? Auf eine gewisse Art und Weise wollen sie das. Davon bin ich überzeugt. Denn das Prinzip heißt, teile und herrsche. Wenn man ständig Chaos hat, wenn man ständig einen Mob hat, der die Vorstädte verwüstet, kann man damit auch Überwachungspolizeimaßnahmen Druck von oben rechtfertigen. Was die Herrschenden nicht wollen, ist ein organisierter, politisch wacher Mittelstand. Sie wollen keine einheimischen Protestbewegungen, die antiglobalistische Interessen verteidigen, sei es in Corona-Kritik. Migrationskritik oder jetzt in der Kritik dieser Klima- und Agrarpolitik der globalen. Das Chaospotenzial, das sie importieren, damit haben sie eigentlich kein Problem. Auch dazu gibt es zahlreiche interessante politikwissenschaftliche Beobachtungen. Zum Beispiel der Wissenschaftler Frank Salter, der australische Soziologe und Genetiker, beschrieb das auf eine gewisse Art und Weise als Taktik der globalen Eliten. Indem man sich ethnische Minderheiten importiert, die motiviert, sie finanziert und sogar eine gewisse Bedrohungslage schafft, kann man die Mehrheitsgesellschaft erpressen, demobilisieren und unter Kontrolle halten. Auf eine gewisse Art und Weise sind diese Proteste und Ausschreitungen von Black Lives Matter über Antifa G20-Demos bis hin zu Eritrea-Festivals scheinbar etwas, das man duldet, während man gegen jeden Hauch von organisierten, friedlichen, zivilen Widerstand gegen den Globalismus mit Brutalität vorgeht. Ähm, Sie sind ja ein Beispiel dafür. Ich meine, Sie haben zuvor das Wort Remigration genannt. Ja? Das wird ja jetzt äh, plötzlich aus der linken Szene als äh, umbenannt in Deportation. Ja? Wir erinnern uns an das, an das Potsdamer Treffen, ein privates Treffen, das stattgefunden hat, hochstilisiert wurde als Geheimplan gegen Deutschland, wo ganz klar Problem... Problemstellungen oder Probleme angesprochen worden sind und Lösungen herausgearbeitet worden sind, mitunter. Sie haben mitunter auch Ihr Buch vorgestellt, wo es mitunter um das Thema Remigration geht. Meine Frage an Sie, Herr Selner, warum glauben Sie, wird ein Problem oder ein nicht vorhandenes Problem zu einem Problem gemacht. Ich meine damit, Sie sind ein Kritiker dieser Migrationspolitik. Warum werden Sie jetzt so kriminalisiert oder warum wird die Thematik rund um dieses Thema so kriminalisiert? Ich danke Ihnen, dass Sie das Thema nochmal hochbringen, auch dafür, dass ich auf Ihrem Sender zeitnah mich selber dazu äußern könnte. Dazu muss man auch jetzt sagen, das Korrektiv. Der Name kommt offenbar von der ständigen Selbstkorrektur, hat mehrfach zurückgerudert und jetzt sogar den Hauptvorwurf zurückgenommen. Ich zitiere aus der Stellungnahme vom Korrektiv: Man habe nie gesagt, dass unmittelbar und sofort deutsche Staatsbürger mit deutschem Pass auszuweisen gewesen wären. Also, das, was man in den Raum gestellt hat, diese Lüge, die nimmt man jetzt zurück. Der Schaden ist angerichtet. Der Grund für die Kampagne war, mit der kommunikativen Atombombe, also dem Holocaust-Vergleich und der Nazikeule, die Idee der Remigration zu verbannen. Sie wollen nicht einmal haben, dass die Europäer noch die Idee, noch die Vision, noch die Vorstellung davon haben, dass man diese Migrationspolitik umkehren könnte. Denn das, der Bevölkerungsaustausch, ist das größte Tabu. Auf Biegen und Brechen muss jedes europäische Land zu einem Vielvölkerstaat werden. Auf Biegen und Brechen muss uns Multikulturalismus aufoktroyiert werden und müssen unsere ehemals friedlichen und... Ähm, lebenswerten Gesellschaften zu solchen Höllen werden, wie wir sie gerade in Den Haag erlebt haben. Das wollen diese Eliten, das wollen die Thinktanks, das wollen die Globalisten. Und wenn sich irgendwo Widerstand dagegen regt, wenn der Begriff Remigration trendet und ein Buch dazu geschrieben wird, dann ist das für sie eine Form der Blasphemie, die mit der maximalen Lügenkonzentration bekämpft wird. Die Bevölkerungspolitik, die globale, das ist meiner Meinung nach. Hauptziel globalistischer Kreise, weil sie damit den souveränen Nationalstaat loswerden können. Aus dem Grund reagieren sie wie der Teufel aufs Weihwasser auf den Begriff der Remigration. Ja, und das Thema kann man ja auf andere Themenbereiche auch noch ummünzen, sei es im Bereich der Gesundheit mit dem WHO-Pandemievertrag oder den, den Änderungen der internationalen Gesundheitsvorschriften, Dakt. wo ja ähnliches geplant ist in Bezug auf, die, auf den Verlust der Souveränität der einzelnen Nationalstaaten. Aber Herr Selner, ich muss es einfach noch einmal fragen, ich, ich meine, in was für einer vertreten Welt leben wir eigentlich, dass gegen Menschen wie Sie, ich meine, gegen Sie wurde ein Einreiseverbot geprüft für Deutschland. Ja? Wir haben jüngst einen Beitrag über Sie gemacht, wo es darum gegangen ist, Sie wurden kontrolliert. An der Grenze in Passau, ja, wo Sie quasi von Österreich nach Deutschland gereist sind, um in Passau einen Kaffee zu trinken ja, und einen Kuchen zu essen. Ja, und das ist jetzt ja gegangen. Ja. Aber gegen Sie wird ein Einreiseverbot geprüft. Eritreer, die im ganzen Land wüten, Migranten, die im ganzen Land wüten, da gibt es nichts. Keine Konsequenzen, gar nichts. Sie werden nicht abgeschoben oder ein Einreiseverbot geprüft. Ja. Wie erklären Sie sich das? Es ist, es will in meinen Kopf einfach nicht mehr hinein. Frau Feser und Haldenwang, bitte, die Innenministerin und der Chef des VS in Deutschland bedanken sich bei der Polizei, dass sie die Grenze gegen mich geschützt haben. Und nur eine kleine Nachlese aus den letzten Tagen: Ein 26-jähriger Somalier hat einen Tiroler ähm, in, im Streit mit einer abgebrochenen Flasche den Hals aufgeschlitzt. Äh, es gibt permanent Angriffe, Vergewaltigungen. Und jetzt ein ganz besonders äh, drastischer Fall in Deutschland: ein syrischer Staatenloser. Hat zuerst eine Schaffnerin verprügelt, krankenhausreif, hat sie dann anuriniert, beleidigt, danach raubt einen Supermarkt aus, raubt ein Auto, baut Verkehrsunfälle, dann entführt eine Schäferhündin und verbrennt diese Schäferhündin. Und ich bin die große Bedrohung. Vor mir soll man Angst haben. Ich bin die große Gefahr. Ich bin der, wie die Bildzeitung schreibt, Ösi, Neonazi, wie die Krone schreibt, der große Widerling der Nation. Diese Leute haben jedes Maß und jedes Ziel verloren. Und das Krasse ist, dieser syrische Staatenlose, der sich da durch Deutschland raubt, uriniert, äh, Hunde verbrennt und einen Schaden nach dem anderen begeht, weil er ein Staatenloser ist, dürfen die deutschen Bundesbürger ihn ein Leben lang finanzieren, sind ein Leben lang an ihn gekettet und dank Nancy Faesers Reform wird er wahrscheinlich bald sogar den Pass haben und darf dann mit abstimmen, hat genau dasselbe Stimmgewicht wie ein deutscher Arbeiter, Unternehmer, Pensionist, der sein Leben lang. An diesem Land mit aufgebaut hat. Das ist ein absoluter Wahnsinn. Deutschland ist eigentlich ein Witz. Also, man kann das Land in dieser Form nicht mehr ernst nehmen. Aber wenn ich das sage, dann verhöhne ich nach Nancy Faeser den Staat und habe die volle Härte dieses Rechtsstaats ähm, verdient also ein staat der mit brutalität mit einer echten perfidie und gemeinheit gegen die eigenen bürger vorgeht sie zensiert sie kontrolliert jeden tag gibt es hier mehrere razzien gegen hassposter während er zugleich gegen die zwei gruppenvergewaltigungen die jeden tag stattfinden nichts tut das ist wirklich nur mehr ein witz. Und äh, ich hoffe, dass dieser Wahnsinn von den Deutschen, aber auch in Österreich ist es ja leider ähnlich, nicht als neue Normalität hingenommen wird, sondern dass die Leute aus der Empörung auch politischen Protest machen. Mein Protest ist, ich versuche noch einmal einzureisen, also ich werde mir die Reisefreiheit nicht nehmen lassen und ich versuche auch trotz dieser Brust und Ärger, den wir da verspüren, auch mit einem gewissen Humor zu antworten, denn ich glaube, ohne Galgenhumor erträgt man diese wahnsinnigen Zustände kaum noch. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Gleichzeitig muss man aber auch noch dazu sagen: äh, Seit äh, Samstag ist ja auch der sogenannte Digital Service Act, kurz DSA, äh, nun vollständig in Kraft getreten. Äh, sprich, die EU, das neue EU-Zensurgesetz, wenn man es so nennen will, äh, ist äh, somit in Kraft. Äh, All das, was wir jetzt gerade in diesem Gespräch besprochen haben und diskutiert haben, könnte möglicherweise diesem EU-Zensurgesetz zum Opfer fallen. Schauen wir mal, wie lange auf unseren diversen Social-Media-Kanälen dieses Gespräch online bleibt. Aber, äh, Herr Sellner, wird der, wird der Wind jetzt noch rauer, gerade auch gegen Sie? Sie haben ja auch einen erfolgreichen Telegram-Kanal, aber gegen, vor allem gegen alternative Medien, die ja immer wieder derartige Missstände aufzeigen. Der Wind wird scharf und kalt werden, denn diese Leute haben keine Lösung für das von ihnen angerichtete Migrationsdesaster. Überall Russlandkrieg, die Agrarpolitik, die Klimapolitik, Corona-Politik sehen sie nur bei Schwurbler, Verschwörungstheoretiker und Staatsfeinde. Das heißt, sie sind völlig hypersensibel und können gar nicht mehr auf Kritik eingehen. Und deshalb ist die einzige Chance, die sie haben, auf der einen Seite Zensur, auf der anderen Seite Repression. Dem Bürger. Den Mund verbieten und dem Bürger Angst machen. Und anstatt auf unsere Botschaft zu hören und mal wirklich darauf einzugehen, was zum Beispiel Remigration bedeutet, versuchen sie den Boten zu erschießen und hinzurichten. Das heißt, diese Zensur wird ungeahnte Höhen erreichen. Das Gute ist nur, wenn tausende Leute dieses Video sehen, auf Telegram dabei sind, RTV und andere alternative Medien konsumieren, dann werden diese Leute, wenn man uns sperrt und zensiert, deswegen nicht zurückkehren in den Mainstream. Wir werden andere Verbreitungskanäle finden, die Wahrheit findet sich immer einen Weg und der Versuch, den Frühling aufzuhalten, es ist ja wieder Gott sei Dank immer wärmer, indem man alle Blumen abschneidet, der ist bis jetzt immer fehlgegangen. Ich glaube also, eine Idee die der Zeit gekommen ist, kann man nicht aufhalten und ein System, das die Probleme nicht mehr lösen kann, kann sich mit Zensur eine gewisse Weile an der Macht halten, langfristig aber nicht. Mhm. Eigentlich schon schöne Schussworte, Herr Selder, muss ich ganz klar sagen. Aber nichtsdestotrotz würde mich noch interessieren, was wäre denn aus Ihrer Sicht jetzt gerade für Österreich und Deutschland der, der richtige Weg? Wo müssten wir uns jetzt äh, Beispiele holen? Aus welchen Ländern könnte man jetzt noch oder gibt es überhaupt noch Länder, wo man sich gerade in Bezug auf die Migrationsproblematik ja, äh, ein Beispiel abholen kann und sich da was abschauen kann am Ende des Tages? Ja, das ist ja auch. Das, was, was das Ganze noch absurder macht, dass das Gute so nahe liegt, in Österreich ein paar Kilometer, im Osten Ungarn. Die ungarische Familienpolitik, die ungarische Grenzpolitik, ja, sogar auch die ungarische Geopolitik, sind großartige Vorbilder. Mittlerweile auch in skandinavischen Ländern, in Dänemark die Ghetto-Gesetze, in Schweden die große Abschiebeoffensive der skandinavischen Länder. All das sind Beispiele, von denen man sich äh, inspirieren lassen kann. Was wir auf jeden Fall brauchen, ist eine Notbremse und Kehrtwende in der Migrationspolitik. Bedeutet nicht, dass es viele andere Politikfelder gibt. Sie haben auch angesprochen, die Klimapolitik, Agrarpolitik. Aber warum ich so stark fixiert und fokussiert bin auf die Migrationsfrage, ist, wenn wir die nicht lösen, dann kommen wir vor lauter Eritrea-Festivals und vor äh, syrischen Hundeverbrennern irgendwann, dann verzeihen mir diese saloppe Ausdrucksweise, gar nicht mehr dazu, die anderen Probleme zu lösen, weil wir im ständigen Krisenmodus und Ausnahmezustand dank Multikulti sind. Das ist also die größte Gefahr, weil sie uns handlungsunfähig macht. Und deshalb braucht es hier eine Notbremse. Und Kehrtwende, eine Schubumkehr oder wie man mithin auch sagt, eine Politik der Remigration. Ja, weil man muss ja auch ganz klar sagen, eine jüngste Statistik hat ja auch erhoben, dass jedes dritte Wiener Baby kein Österreicher mehr ist. Also man sieht ganz klar, der Bevölkerungsaustausch, wenn man so will, ist im vollen Gange. Da kann man sich auch unter www.bevölkerungsaustausch.at selbst ein Bild machen. Zu guter Letzt noch, viele glauben ja immer, nur weil sie jetzt Hausnummer in einer kleinen Stadt oder am Land, im Dorf, in einer Gemeinde leben, dass sie unmittelbar von diesen äh, Problemen nicht betroffen sind oder auch nicht betroffen werden. Ja. Gleichzeitig muss man auch Beispiele hernehmen wie zum Beispiel Starek in Oberösterreich, ja, wo äh, in einer Asylunterkunft ja äh, gegen Jahresende... Äh, quasi massive Ausschreitungen auch zwischen der Feuerwehr und den dort lebenden Asylanten passiert sind. Ja, da wurde die, 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 wurden die Einsatzkräfte immer wieder bedroht und auch angegriffen und zu Alarmen quasi alarmiert. Also man erlebt es überall. Glauben Sie, dass das, wenn wir nicht dagegen vorgehen oder die Politik nicht dagegen vorgeht, dass auch die kleinsten Dörfer im kleinsten Tal in Österreich davon auch am Ende des Tages betroffen sind? Absolut. Man kann vor einem Problem wie dem Bevölkerungsaustausch nicht davonlaufen, weil es die gesamte Gesellschaft betrifft. Und Sie erlauben mir vielleicht einen Vergleich aus der Antike zu ziehen. Im alten Rom, als zum ersten Mal Rom erobert wurde und die Bedrohung durch die Völkerwanderung und die einwandernden Barbarenstämme immer größer wurde, zogen auch viele Römer ans Land und hinaus nach Italien in kleine Provinzstädte, um dort nochmal in Frieden und beschaulich in einer Idylle leben zu können. Geholfen hat das nichts und das konnte den Untergang Roms nicht aufhalten. Die Flucht, kleine Achenors am Land, das bewirkt nichts. Und langfristig werden la äh, tragischerweise auch die Großstädte Berlin und Wien über ihr Stimmengewicht die Wahlen entscheiden. Und wenn wir uns ansehen, die erste Erdogan-Partei, die in Deutschland gerade gegründet wird, den Einfluss des, ähm, der ethnischen Wahl, der islamischen Stimmen, dann wird die Politik von morgen auch im kleinsten Tiroler Bergdorf bestimmt werden – von diesen multikulturellen Megastädten. Also der Bevölkerungsaustausch muss gelöst werden. Vor dem davonzulaufen ist so, wie wenn ein Haus brennt und man lauft von der Brandstelle weg ins Dachgeschoss. Ich kann nur sagen, wir bleiben unserer Sache treu, äh, genauso wie Stefan Magnet von Auf1 gesagt hat, äh, obwohl es Anschlagsdrohungen gibt und obwohl er auf einer, auf einer Todesliste mittlerweile zu finden ist, er wird seiner Sache treu bleiben, er wird weiterhin informieren. Genau diesen Worten kann ich mich nur anschließen. RTV wird seinen Sehern treu bleiben, wir werden weiterhin informieren, wir werden weiterhin unliebsame Fragen stellen und kritisch berichten. Und ich bin davon überzeugt, auch Sie werden das weiterhin tun. Selbstverständlich. Wir machen jetzt weiter, denn ich sehe in dieser Repression auch ein Zeichen ihrer Schwäche. Wir sehen in allen Punkten, dass wir recht hatten. Unsere Prognosen treten ein. Die Leute wissen das, sehen das und jeden Tag wachen, glaube ich, Tausende auf. Und die paar äh, wenigen, die eine Frau Faeser und Co. verschrecken kann, die können wir verschmerzen. Also auch mein Appell an alle. Bitte unterstützt auch in dieser kritischen Phase insbesondere die Gegenöffentlichkeit. Auch Sender wie RTV bekommen keine staatliche Unterstützung und sind angewiesen auf eure Reichweite und eure Verbreitung. Wenn wir jetzt zusammenhalten und diese Lage durchstehen, dann glaube ich, können wir nach diesem großen Sturm auch eine Wende erreichen. Ich habe Hoffnung. Wir haben. Als Familienväter auch eine Verantwortung unseren Kindern gegenüber, dass wir dieses Land retten und eine Zukunft für unsere Kinder schaffen. Absolut. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Danke, Martin Selner, dass Sie sich heute Zeit genommen haben. Vielen lieben Dank.